Jo, da wären wir wieder. Damit seid gegrüßt zu einem neuen Part. The Night of the Rebels. Mit dem Zwangfürst. Und dem kleinen Herrn Haselnuss. Ja, hier gibt's eine Harke. Das habe ich schon auf Screen mal gesehen. Das ist aber eine harte Harke. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Die könnte noch nützlich werden. Hey! Hey, du! Was machst du da mit unserer Familienhake? Oh, ich leihe sie mir nur kurz aus. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt sich nicht von alleine. Ja, als Offscreen hier mal ein paar Minütchen umgelaufen bin. Ja, okay, zu den Randbereichen. Wir müssen heute irgendwie den Kobold fangen. Wie wir das hinkriegen, habe ich jetzt noch keinen Plan. Hier haben wir den zum letzten Mal gesehen. Da durch dieses Loch ist er durch. Da hinten. Da können wir wahrscheinlich jetzt nicht durch. Der Weg ist uns wahrscheinlich versperrt, weil wir zu klein sind. Nein, da passe ich nicht hindurch. Anstatt den kleinen Kerl zu verfolgen, könnte ich versuchen, ihm den Weg zu versperren. Das könnte knifflig werden. Oh! Grüne Fußspuren. Das ist der kleine Kerl. Wieder. Ah, erst bei den Igeln und jetzt schon hier? Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Nein. Die Polizei. Gar nichts. Ich meine, fahr zu Frau Holle, verflixter Wachtmeister. Weg ist er. Und wir sehen seine jetzt Spuren. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Der war ja ganz schön sauer. Der ist zurück zu Mauswald, hier zu den Toren hier. Da müssen wir hin. Aber die Pilze ist er weg. So, hier vor das Stadttor, da müssen wir jetzt hin. Die vermisst ihren Frosch. Den müssen wir auch noch irgendwann mal finden. Wo ist der Grüne? Ja, steinerner Weg. Hier wahrscheinlich erstmal nicht. Ich hab vielleicht. Du hast Hunger, ja, ist klar. Stadttor. In die Richtung ist aufgebrochen. Vielleicht müssen wir hier einen Weg zur Stadtmauer. Auf der Stadtmauer. Nein. Kein Gnome hier. Kein Gnome in Sicht. Wohin ist der aufgebrochen? Fahrt hinter das Rathaus. Vielleicht hier. Wir suchen dann das ab. Okay, hier haben wir ihn gerade fliehen sehen. Pilze. Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Das ist auf jeden Fall hier über die von den Kanonen der Mauswachen. Ist der jetzt ins Café oder wie? Ja, damit können wir alles agieren. Der ist jetzt in den Garten gegangen oder was? Ja. Ich ist kein Gnome lang gelaufen. Nee, eher nicht so. Und hier können wir das Brett nehmen. Ein verlorenes Stückchen Holz. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Tja. Schön, wie der so vor sich hin plätschert. Ja, dann wollen wir mal in die Gärten.
finden wir dort den kleinen König. Ah, da ist er ja. Da ist der Kollege. Hier findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ah. Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Ein Kleeblatt. Aha. Er ist schon wieder entkommen. Aber wohin? Wir haben ein Brett und wir haben eine Harke. Ansonsten, ja. Das muss nicht mit harten Kuchen. Pforte. Hey, du, das ist Privatbesitz. Ja, okay, hübsche Blume. Diese große Blume ist wirklich interessant. Hey, was schnüffelst du da drüben herum? Ich bewundere nur die schöne große Blume. Ach, Blume, papalapap. Okay. Vielleicht können wir ja hier ein Brett hinlegen. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Einfach die Hake drauflegen, damit man mal drüber stolpert. Fiese Idee, aber könnte klappen. Ist auch ein fieser Kobold. Pass auf, dass du nicht selber drüber stolperst. So, und jetzt wieder zurück. Vielleicht tun wir jetzt hier einen Weg über Baumwurzeln. Und der jetzt wieder auftaucht. Tut er nicht. Ist er vielleicht hier lang gegangen? Ah, da ist er ja. Lass mich in Ruhe, du Palm. Mein Kleeblatt kriegst du nicht. Das habe ich schon. Wo ist er längs? Da ist er längs. Wieder durch die Höhle durch. Dann ab zum Tunnel hinter das Rathaus. Da dreht sich das ja alles im Kreis. Verstehe. Können wir ja auch im Kreis laufen. Können wir zur Stadtmitte und dann hier. Alles klar. Ist er jetzt hier wieder? Jo, da ist er wieder. Da ist er wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab nix. Ist gut. Sagtest du bereits. Und jetzt wieder die Pilze. Jetzt ist er schon wieder. Also zur Stadtmitte. Und jetzt sehen wir über die Wurzeln. Ganz schnell. Kobold jagen. In Grünhut meine ich natürlich. Der Kobold müsste eigentlich gleich auftauchen. Und dann... Der ist auch schon. Dann tanzt er wieder auf dem Kleeblattturm. Ja, ganz genau. Oh. Tja. Aua. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Werkzeug fallen lassen. Gesessen. Aha, gestohlenes Werkzeug. Sehr gut. Auf zu den Igelbrüdern. Die werden sich ganz schön freuen, ihr Werkzeug wieder zu bekommen. Ja, stell es mal wieder zurück. Danke fürs Ausleihen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier wieder im Kreis. Sonderbalg und Flegnis. Lass mich in Ruhe, du Balg. Mein Kleeblatt kriegst du nicht. Ja, aber du auch das Werkzeug nicht. Tja. Der verrückte Grünhut. So. Ihr habt doch euer Werkzeug zurück. Ich habe euer Werkzeug. Super. Aber solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht.
Müssen wir den jetzt wegklatschen oder was? Mit dem Brett mal nach dem Kobold schlagen. Ja. Müssen wir den Kobold erwischen. Ach Mensch. Da ist er wieder. Sie jagen den Falschen. Ist gut. Müssen wir wieder auf den. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Müssen wir was auf das Ding ins das Kleeblatt legen. Da wird er ja mal stehen bleiben. Das ist ja die Sache. Da wird er jetzt wahrscheinlich als nächstes auftauchen. Ja. Ah, verdammt. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Seine Mann. Ich kann. Er ist schon wieder entkommen. So, vielleicht können wir jetzt hier. Das bringt nichts. So ein schöner Nagel im Brett und dann hier auf dem. Ah, könnte schmerzhaft werden. Das gehört den Igelbrüdern. Damit. Tja, wie können wir den. Vielleicht können wir das hier hinstellen. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Vielleicht muss der Kobold mit hartem Kuchen geworfen werden. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Tja, können wir uns die Hake nochmal leihen? Können wir nicht, oder? Okay, einen Stein vielleicht, einen halben Stein, wo er sich mal drauf stellt. Ich kann damit was machen. Für eine merkwürdige Statue. Jetzt hat. Was für ein. Der. Oh, jetzt hat. Ja. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Vielleicht hier. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nicht einen Nagel drauf legen, wenn er dann das nächste Mal hier reinkommt. Zack. Ich finde Kobold nur Böses. Ihr seht schon. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Wo wird er denn als nächstes auftauchen? Stadtmitte? Hier links vielleicht. Nee, da nicht. Aber vielleicht können wir hier schon was platzieren, wenn er hier gleich vorbeikommt. Nee, können wir nicht. Heimlicher großer Baum. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, nein, ja, ich du bin vorsichtiger. Das bringt nichts. Ich sehe es, dass das nichts bringt. Das gehört den Igelbrüdern. Gut. Tja. Vielleicht können wir ihn damit bewerfen. Das wäre eine Möglichkeit. Donnerbalg, wo du fliegen bist. Lass mich in Ruhe, du Balg. Jetzt stehen wir ihm im Weg. Ja, vielleicht können wir da was. Wir können den Weg versperren, wir können das. Vielleicht können wir das da reinstopfen, das Loch. Kommt nie mehr durch. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. War ja eine Idee. Das Brett davor hämmern. Oh, ja, das ist eine Idee. Wunderbare Geräusche. Ja. So klingen nur unsere Werkzeuge. So, der Tunnel ist zu. Naja, zu ist er nicht, aber. Ja, müssen wir ihn jetzt nochmal im Kreis jagen. Ja, du warst's nicht, ist klar.
Jetzt rennt er hier in der Stadt. Jetzt ist er schon wie? Ja, jetzt zur Stadtmitte. Dann jagen wir ihn noch einmal rum. Und dann haben wir's. Da kommt er dann nicht mehr durch. Und stehen wir ihm im Weg. Ein bisschen Kobold jagen. Ja, tanzt du nur auf deinem Schemmbock. Ich stehe auf Zack. Wir könnten auch das Blatt hier aus dem Boden reißen, dann kann er nicht mehr drauf rumtanzen. Verliert er seine Kraft. So, jetzt entkommst du mir nicht mehr. Lass mich in Ruhe, du Palm! Mein Kleber kriegst du nicht! Und zack. Jetzt bin ich gespannt. Tja. So genagelt. Dann eben nicht. So ein verhagelter Tag. Auf nach Hause an den warmen Kamin. Nein, er entkommt. Aber jetzt ist er vielleicht weg. Da findet mich der Kleeblattkapper bestimmt. Im Kürbis ist er jetzt drin. Können wir den Kürbis irgendwie ausräuchern, oder? Ich habe zu böse Gedanken für dieses Spiel. Wie gesagt, das Vorprojekt war mein Last Monday. Da hat man so ein böses Wissen gebraucht. So, vielleicht könnt ihr jetzt dran bauen. Ist jetzt hier ein bisschen fantasyreicher. Das ist, ja. Da muss man nicht in wie ein Edna. Edna bricht aus und Deponia und mein Last Monday. Super. Sachen abfackeln und Leute ausräuchern. Solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig. Ach komm, der ist doch abgehauen. Bitte mach, dass er weg. Mach, dass er weggeht. Kleinkinder hier. Komische Kürbis. Ich bin besser von. Was wir ihn doch ausräuchern hier. Streichhölzer haben wir nicht mehr. Mit einem Stock. Ein Stock bringt hier nichts. Ich sehe schon den Kürbis ab. Das gehört den Igelbrüdern. Ja, die wollen es aber gar nicht benutzen. Sieh mal durch die Münze gucken. Mach Loki Loki. Ist das hier sein Zuhause? Molena, bitte keine Werbung einwerfen. Ja. Mysteriös. Seltsam. Unverschlossen. Mach's auf. Vielleicht können wir hier. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, das gehört den Igelbrüdern. Ach. Geheimnisvolles Buch. Vielleicht können wir das da irgendwie. Nein. Ich passe besser drauf auf. Nein, ich passe besser drauf auf. Ein Briefkasten werfen. Das ist doch kein Mülleimer. Doch, es ist der Briefkasten von dem Typ. Das ist doch kein Mülleimer. Das ist doch kein Mülleimer. Das ist auch ein Brief. Tja. Da muss man nichts abzapfen. Den Kobold muss man abzapfen. Die Fußspuren führen auf den Kürbis. Ach, was du nicht sagst. Halt mal. Der hat ja einen Schornstein. Nein. Ich wusste doch, dass da was war. Ob der auch hohl ist? Bestimmt nicht. Hoppla. Mein Haus zerstört. Klitzeklein, Ratzen. Ach was. Zu Einzelteilen zerschmettert. Was hab ich dir denn getan? Mir nichts, aber die Igel. Das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus. Du willst nur an. Das war ein Kürbis. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Oh,
Das war mein Stichwort. Auf nimmer Wiedersehen, du Schnüffler! Okay. Und weg ist er. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich... Ja, ist so. Da bin ich richtig allein. Sein Haus ist jetzt auch kaputt, da kann ich nicht mehr kommen. Sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein böser Kobold. Kürbis. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Das können wir bestimmt gebrauchen. Immerhin, Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. Ja. So ganz leer sieht es irgendwie... Ja, ist gut. Das hatten wir schon. Soll man damit jemanden rufen? Wahrscheinlich. So, jetzt nehmt ihr aber bitte euer Werkzeug wieder zurück. Es ist vorbei. Der Grünhut ist weg. Hui, bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hätte hatte sich ihn auch schon niemand gefunden. Denken können. Oh, und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz. Wir machen uns besser an die Arbeit. Da wird gewerkelt. Bereit, um in See zu stechen. Das Unblattboot. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Schubs und schon den Bach runter. Aber okay, interessant. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse, wo Spitzweg schon wartet. Interessant. Gleich mal hin zu ihm. So. Wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Da muss ich hoffentlich nicht auch noch... Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schnirgelst. Ja, ja. Zu tief geschmürgelt, oder was? Hier gibt's auch dauernd Tagebucheinträge. Du hast eine uralte Einladung und einen magischen Briefmarke bekommen. Doch wie sollst du die denn nun an alle Mauswander verschicken? Okay. Der kleine Humbert. Okay. Oh ja, natürlich weiterspielen. Wollen noch nicht aufhören. So, hier nochmal dran vorbei. Und hier oben durchs Haus. Oder durchs Stadttor oder was auch immer. Über die Wurzeln. Jetzt haben wir Kobalt. Und einen Löffel. Jetzt können wir den Simon und den Zuckerlöffel abgeben. Und einen Nagel haben wir. Ja, was nun damit? Gehen wir erstmal von... Nein, gehen wir nicht vor Stadtmauer, gehen wir auf die Stadtmauer. Da geht's nicht mit dem Kollegen hier weiter. Mit dem Ziesel. Großartig. Das Floß ist da. In all den Jahren Na, dann hab's. Reisen, bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichtet die Anker, setzt das Segel an die Ruder. Ei, ei. Ruder? Ruder. Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, ach, als dass nicht. Man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Nee, ist klar. Aber solange die Welt noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Die Welt ja. Gewinnt genug Abenteuer.
Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir einen Anker und Paddel haben. Und den Wels besiegt haben. Und der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Großartig. Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Gut, was steht in dem Tagebuch? Die Zwerge liefern keinen Blausaft. Die Befolge ist aus dem Blausaft. Ein kleiner Mann in Grün hat den Igelbrüdern sein Werkzeug gestibitzt. Die helfen können, die Maus mit dem Rucksack glaubt, das unsichtbare Mann. Okay, das hat man glaube ich alles schon. Ist nur die Geschichte. Gut. Was wir noch machen müssen, ist den Kandidaten hier ablenken, den Typen, der uns nicht über die Brücke lässt, nur dort durchkämen. Würde uns das schon weiterhelfen. Vielleicht kann uns die Dame weiterhelfen. Die Anja. Wegen des Blausafts. Tut mir leid, Zuckerpflaumen. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Und wo finde ich die? Schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Über die Brücke also. Bis später. Pass auf dich auf. Wir müssen irgendwie über die Brücke kommen. Honiglöffelchen. Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Baldriantropfen, vielleicht können wir die mitnehmen. Baldriantropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Ich habe keinen Laubtaler. Nicht einen einzigen. Vielleicht müssen wir uns irgendwie einen Laubtaler besorgen und dann die Schlaftropfen auf den Lolli und... Ja. Thank you.